Ich heiße Louis Hofmann und spiele Tom Sawyer. Ich heiße Benno Fürmann und ich spiele Indiana Joe in Tom Sawyer. Hallo, ich bin Andreas Warmbrunn und ich spiele den Sid. Aufstehen! Tom Sawyer ist ein Lausbube, der anderen gerne viele Streiche spielt und vor allen Dingen viele Abenteuer gerne mit seinem besten Freund Huck erlebt. Ich kenne Tom Sawyer aus meiner Kindheit. Ich war selber fasziniert. Ich habe immer die Hörspielkassetten gehört. Und das war irgendwie so eine ferne Welt. Und da ging es um Verrat und um Integrität und um irgendwie eine Welt abseits der Erwachsenenwelt. Wir schwören, dass wir nie keinem nichts davon erzählen. Oder wir fallen tot um und verfaulen. Super. Wir freuen uns sehr, dass Sie hierher gekommen sind, um den Film vorzustellen. Da haben wir Sid, Andreas Warmbrunn. Herzlich willkommen, Indiana Joe, hinten Benno Fürmann. Wir haben die Titelrolle hier. Tom Sawyer oder auch Louis Hoffmann. Ich fand die Geschichte richtig super und auch ziemlich spannend. Es war einer der besten Filme, die ich gesehen habe. Ich fand ihn gut und spannend. Es gibt auch andere Filme, wo das Buch verfilmt wurde und das, finde ich, war hier relativ, ist ziemlich gut hier gemacht. Ich fand gut, wie die zusammengehalten haben, Tom Sawyer und Huck. Sie werden ja Freunde und vor allem halten sie auch zueinander. Also ich war wirklich sehr gespannt, weil und an manchen Stellen habe ich auch richtig meinen Pulli genommen und den umklammert. Super gut, guckt ihn euch an. Weil er spannend ist, die Action, weil er eben witzig ist. Abenteuer? Krimi und Roman in einem und das gibt's einfach nicht so oft. Und wenn hier einer dumm kommt, legst du einfach um. Bang! M-I-S-I-S-I-P-P-I, rolling down.